كوما منكوشة والله، ضلني منكوشة. Comment von Schwarz? Guck mal. Ihre schwarze Farbe hat sich echt auf ihr Haar so gelagert. Wir haben jetzt ein paar Mal aufgehellt, aber die Haare sind weder abgebrochen noch irgendwas. Sind natürlich ein bisschen trocken, das ist normal. Ja, ich muss jetzt noch eine Sitzung machen jetzt. Also nochmal ein bisschen aufhellen. Dass wenigstens dieses Rot ein bisschen weggeht, weil ich mache es im Ganzen nochmal braun. Aber so kann ich ja die Kundin nicht rauslassen, ne? Auf gar keinen Fall. Kriegt die Kundin auch damit so Superkräfte, weil es so rot ist? Oder? Ja, man wird so, also rote Haarfarbe hat man früher, ganz, ganz früher. Ja. Jeder, der geboren oder der ist geboren als so eine, mit roten Haaren, ja, hat man genannt eine Hexe. Also das nennt man eine Hexe dann. Okay. Ja? Das war für die eine, ja, Hexe, die. Eine Zauberer. Ja, nee, nicht Zauberer, eine Hexe, ja, eine Hecke, gemein, Hexe. Fünfte aus der Hexe. 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 Nein, sie, ja, das meinte ich ja nicht. Früher, im Mittelalter, jeder, der mit roten Haaren geboren wurde, yani كل واحد اللي بيخلق شعره احمر, كان بيسموه جنية يعني. جني جني عيوني. شو بحبك انت ومجنوني. ايه هيك. aber heutzutage ist das leider nicht so. Gott sei Dank. Gott sei Dank ist das nicht so heutzutage. Heutzutage werden wenige als rothaarig geboren. Es wird immer weniger. Da bist du ja. Der junge Mann, der hier eine gute Arbeit leistet, schämt sich ein bisschen von der Kamera, aber seinen Job macht er sehr gut. Inshallah, danke. Schub des Tehe. Meine Angestellten sind so lieb, wir sind ein bisschen schüchtern. Ja, nämlich bitte, Heke, blam, blam. Wir sind ein bisschen schüchtern. Also, er heißt eigentlich, sein richtiger Name, Nitschewan. Und das ist so lang, dieser Name. Ist ein schöner Name. Dann habe ich ihm gesagt, okay, damit es nicht so lang und kompliziert ist, habe ich ihn jetzt Joe genannt. Das ist mein Spitzname. Das ist sein Spitzname. Der heißt jetzt Joe. Aber ist das mein Jojo? La, Heidi, la, Heidi, Sarit, Tariq, Tani. Du verstehst. Joe. Joe ist so. Joe. Ja. Der ist auch neu bei uns hier im Team. Ja. Auch hat er hier in Deutschland seine Ausbildung gemacht, hat auch seinen Meister gemacht hier in Deutschland. Wie lange bist du in Deutschland? Seit 2015, Oktober war es. Ja, ne, fast sechs Jahre, ne? Respekt, ne? Also wenn man möchte, kann man vieles erreichen im Leben, wenn man das will. Dann können wir das auch mal wiederholen. Ich habe mich auf Rick gedrückt. Aha, ne, dein Ernst jetzt? Zur Kamera. Voila, der will uns veräppeln, ne? Diese Khaled Zimmo, der ist nicht einfach, ne? كل شيء بدك بعد شوي والله فضايح هلا هون بعد شوي مهم هلا عرفتوا وين كنت ولا ما عرفتوا وين كنت يعني وين سافرت ما حدا عارف هلا ولا شو عرف عرفتوا يعني لما بقول تبولي فتوش ايه وين بكون انا رحت سافرت على هولولولو 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 هونيك ما في هونيك هولولولو في افوكادو في ريدس في اخطبوط هيدي هونولولو هيدي لاتين امريكا يمكن دا انت غشتو مكسيكو اي بس هلا رحت على جهه ثانيه يس نعم لك الزبونه ناطرتني بدها تروح على البيت طب بكفي اهل جنوب اهل جنوب اهل جنوب على راسي اهل جنوب أهل جنوب شو رأيك؟ شو لازم تعمل؟ أنا برأيي هلا اسمع 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 لو خالد لو خالد كان هون بتعرف شو كان عمل؟ كان قص لها هالشعر لهون وحط لها لون وقال لها السلام عليكم إنه ما بتعب حاله هو أنا الصراحة في مش إيش أبي راس أوف وين جزاتي بس في مش كونست أزو يا دي لويتي بيون زان أيفاخ واو
ist mal was anderes. Nein, nein, ich warte ein bisschen und dann machen wir noch mal ganz leicht aufhellen. Noch mal. Pass mal auf. Money. So, der liebe Money beobachtet uns von hinten. Der ist so ein lieber Kerl. Ne? Ey, ich weiß nicht, Khaled, ich weiß nicht, warum meine Jungs hier so schüchtern sind. Aber nur vor der Kamera, ne? Ohne Kamera sind die nicht schüchtern. Guck mal, die sind so schüchtern, ne? بحيات ربك تعال شوف الشغيل شو وين حاطط كرسي وقاعد ليك قاعد قال برا وعم بتشمس والزبونه حده شو هال شو مبسوط is this dein ernst jetzt مشان على زبونه كوك ما كوك ما nein nein alles gut قال هو قاعد هون وحاط لي كرسي وعم بتشمس und das allerschlimmste der hat die Kundin mit Alufolie unter der Sonne. Noch das Allerschlimmste, ne? Unter der Sonne. Ich hab in der Erde hier und wo ist die Jebak? Hier, das ist Samra. Das ist Samra. Das ist Samra. Nein, Habibi. Oh, schiel die Kürze und hattu Jua. Ich kann noch was dali. Schiel die Kürze, la Allah. Das ist eine. Wahid. Wallah, mahdoum. Wallah, mahdoum. Ara kthir bhubbo. Mahdoum, Malak. Mahdoum, mahdoum. فوت لقلك وانت يا زبوني فوتي لقلك اوكي كم ولا على باله ولا على سو انت شوف شوف التاني واقف وعم بتشمس ومع زنبغلة ايوه زنبغلة ايوه بتشمسه عم بتشمسه نيلك يا اخي نيلك عم بتشمسه والله يا عمي سنتي فاتش تدغنن alle komplett geföhnt alles. Kann ich reingehen? Also Khaled, also im anderen Raum darfst du nicht gehen, da habe ich Kopftücher, da hast du nichts verloren. Ja? Ich muss die Arbeit beendigen und da kann ich dir auch kein Modell drin zeigen. Hashem Hajjabin Tarif, no. Ma bisir. Ja? Bye! Ey, Khaled. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Mashallah alaik, ya bani. مهضوم كثير بنت ليش ها معلم شو عم تاكل انت؟ انا شايفك ما عم تشتغل بالمره الوقت ما عم بوصل حتى الزبون عم بضل معنا في والله صحتين والله شو في هذا شو بحياة ربك شو بدك مني؟ شو؟ ليك مالي خلق هلا ich habe jetzt keinen Bock ich habe jetzt meine 5 Minuten und ich bin jetzt im Moment ruhig okay ich lasse dich in Ruhe ja ja bitte da ist der Money wo seid ihr denn Mani vergisst immer meine Kamera, aber ich erwische ihn. Das ist schwierig, ich vergesse das immer. Okay. Wie viel? Nein. كربانو كربانو الله اي اتسيل دي ما بس ne pass auf ich erzähl dir mal was aber du kannst ein bisschen nach hinten gehen يعني ايه خليك هيك بعيد ich bin ich gehe zu mal zu Romeo ja Romeo tashway ist an komm mal bitte her ne stell dich mal bitte hier hin hey Romeo und zwar seine Kunden am Waschbecken ne und ich gehe und guck das Sau an was er da macht. Ich sag, was machst du da? Ja, ich mache jetzt gerade die Tönung, okay? Dann hat er die Tönung gemischt, also und hat das einmassiert auf das Haar seiner Kundin. Und ich sage, ey, wallah, was ist das für eine Farbe? Und er meinte, guck mal, das ist so schön. Ich habe gesagt, ey. Und dann fängt er an, es ist so schön, Kurbano, Kurbano, ey. Der hat angefangen zu tanzen, weil es war echt eine schwierige
Situation und er hat das so gut hinbekommen. Und dann fing er an mit Kurbano, Kurbano. Also er feiert sich mit Kurbano, Kurbano. Genau. Und seitdem, immer wenn wir was Schönes machen, dann sage ich, und ist schön, Romeo, hat's geklappt? Dann sagt er, Kurbano, Kurbano. Und er freut sich. Und das ist jetzt unser Geheimwort, Kurbano. Kurbano, ja, Kurbano, ja. Kurbano, 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 Kurbano. Mal gucken, ob hier auch Kurbano wird. Das ist aber Kurbano. Also wir haben noch zwei, ja. Kann man, also Kunden, ne? Oder machst du OPs hier? Nein, was für OPs? Ah, nein. Ja, also wir operieren ja eigentlich, ne? Ja, also Patienten. Ja, so ungefähr. Kurbano, Kurbano. Nein, das ist mein Wort, hallo? Ey, Manni, Junge, das ist gemein. Die Farbe sieht geil aus, wir gucken, wenn das so gewaschen ist. Ey, das Schlimmste, ne? Oder das Schönste. Guck mal, ich sage, und wie sieht die Farbe? Die sieht geil, Hammer, ne? Aus, ne? Geil, so, ich sage, aber für mich ist es, wenn es gewaschen wird, ne? Ob das hält, das ist das A und O. Manni? Ja? Filmst du mir geile Sachen? Die sind aus der Türkei, schön. Aus der Türkei? Guck mal. 10 Euro. Das ist dein Bruder, ne? Ja. Das ist dein Bruder. Ich weiß nicht, was er von mir will. Yalla. Yalla, bin ich tussel fi. Ja, Abed, entur schwei. Oh, was ist denn hier? Was ist los? Was brauchst du? Ich bin aus Hamburg, guck mal meine Haare. Was ist Shampoo? Ich komme mir vor wie im Libanon. Hast du kein Shampoo zu Hause? Nee, Shampoo ist kein Das ist Blanco! Warte! La Croix Gibello! Shampoo! بدي شامبو! La Croix Gibello من جوا شامبو! ولا من هونيك! ما عندك شامبو! بدي شامبو! روح جيب له شامبو! Warte! Da holt die Shampoo! Ey, ich. Warte! Ich schwöre auf Gott, ich komme mir vor wie im Libanon! Voll geil! Warte! Hast du, wieso wolltest du duschen? Ja, ich will duschen, ja. Was? Guck mal, die meine Haare, ich will duschen. Aber du kannst doch zu mir runterkommen, ich wasche deine Haare. Ich guck mal, da. Und hier hast du auch Brot, yalla. Yalla. Oh, danke. Yalla, ich kann. Ey, was war das denn jetzt? Was ist gerade passiert hier? Wallah, ich komm. Ich. Also, ganz ehrlich, ne? Was war das gerade? Schussar, Heida. Als er Tilly hasse Halle in Lebanon. Ja, Soria. Wallah, ja, bei ihr. Ich will Shampoo. Bedo Shampoo. Ey, Khalid, wallah, ich hab sowas noch nie erlebt, ne? Was sieht das jetzt zum ersten Mal? Ja. Ich bin selber jetzt sprachlos. Also, und von wo kommt der jetzt? Der kommt von drüben mit den Finjen. Lama kassad den Finjen. Mit dem Kaffee. Weißt du? Der ist von drüben. Du bist auch verrückt. Ey Chef, du kriegst was umsonst. Du schmeißt auf uns noch Wasser? Ja, ich bin Shampoo. Ey Shampoo, was ist das? Du bist verrückt. Wasser. Was ist das? Ohne Shampoo. Wo ist Shampoo? Stop. Du wolltest doch duschen. Jetzt. Wallah. Am Elkon hon in Schere. Schiebe Jannin. Jannanuni. Was will er jetzt? Will er noch mehr Shampoo haben oder was? Shampoo ist hier. Willst du auch Shampoo? Du wolltest doch duschen. Wallah, Heida. Von welchem, aus welchem Land kommst du? Indien! Indien! Oder ich hab tolle Nachbarn, ne? Super! Tolle Nachbarn! Komm, ich muss meine Farbe! Schnell!
ليلا وين الفاضي صح؟ نعم الفاضي هنا بالشوارع. يا اخ يا يا ناس ما تعرفش هناك اثنين نعم شو؟ نعم اوكي باي باي تشاو. السلام عليكم. عليكم السلام. انا هي المعم ترد وينها 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 نجمه؟ احلى جمانه احلى قابل بوستي بوستي احبت خيس الكشه ما عم ترد على التليفون ايه؟ ما عم ترد على التليفون ايه؟ جيبي له ريد بول جيبي له ريد بول على تليفوني ما بتردي؟ عم بقلك خارج بتردي بس عليه ما بتردي؟ اسمع شوي جيبي له ريد بول وردي على تليفونه ايه ايه ما انت على راسي بلولو ايه ايه والله تلفنت قلت له ليك عبد عم يتصل فيه عبد ليه بتردي؟ هو قال لي هلا لا خليها لبعدين هو بعدين ايش انت صار اسمه فايس عم تعيط لي قلت له يا عبد ايه عم ترجف ايه ايه عم ترجف عيب عيب مش بيقعد ريد بول امشي امشي هلا كل واحد بيجي لعندي ازويرة ريد ميكون ايه انا ريد بول من ورا خالد ايه قلت قبل انا ما في على راسه ريشة ايش ده ريد بول ده؟ ايه ايش ريشة لك انت عبد احلى جوانا انت عبد بتضلك انا جوانا صور لي جوانا تصور مع عبد وشكك وشكك هلا شو بدك تعمل بدك تعمل بلاياش ولا بلاياش تعمليون اسمه دواء بدك الاثنين مع بعض ليك هو ما بيصير بس لك كل شيء بدي اعمل ميرسي بوكو اذا كان بروبلم بدك انا شايل الطايره ايه شو في ما في والله ليك صوت والله احلى عبد احلى فوتوغراف ما يسمه ويلكم تفليز على الشعب الفقير والله والله ايش غيبه وديبه هاي يا كنت مش ايش غيبه وديبه هاي بني زبنه مش جود بيري مش بدي ايش جود ابدا ايش جود ما زمان ما كان اوكي ذن فايل ويلكم بدون فاضي هي ريمجمر يا ذن فايل انا ممكن تشرحي عن كيف مش يبغى يصوت صوت من اي بس مي بان بشكش يا عبد والله بان بشكش يعني انا كنت معقول ما رد عليه معقول ما رد عليه نادر ورا كافر هيدا كافر يس خالد يلا يلا باي باي Wir haben hier, es war, wir haben einen hohen Babel Hara. Hallo, Leana, das ist der Onkel. Ja. Ja. Willst du dich kurz vorstellen? Ja, ich bin der Bruder von Nashua. Ja. Kannst du auch Hara machen, oder? Nein. Was machst du? Nein, ich bin Handwerker. Handwerker? Ja. Mittel macht das. Besser. Ja, schön, herzlich willkommen. Jetzt kenne ich die ganzen Leute. Ja. Das freut uns, dass wir den Onkel mal hier, den Bruder kennenlernen. Ja, den Bruder, ja. Genau. Die Kundin ist bestimmt auch sehr zufrieden. Ich bin sehr, sehr zufrieden, ja. Sehr zufrieden. Sie hat wirklich über 4-5 Jahre schwarz gefärbt ja. Und ihr das Schwarz hat sich so auf ihr Haar gelagert. Ne? Das wollte nicht raus, aber wir haben es mit Ach und Krach. Nein, wir haben mit Vorsicht gearbeitet. Mhm. Ich bin ein Mensch, der arbeitet vorsichtig und hafte mehr auf das Haar. Ja? Lieber mache ich eine zweite Sitzung, auch mit Vorsicht. So, dass wir irgendwann zu ihr Ergebnis kommen, das was sie macht. DM-Produkte, man sollte schon darauf achten, was man da kauft, was man auf die Haare tut. Also es gibt manche Produkte, die lagern sich so, also dunkelbraun, schwarz, die lagern sich so am Haar, ja, dass sie, also praktisch, man muss sich so vorstellen, du färbst einmal, zweimal, ein Jahr, also das ist so wie eine Rolle, ne, um das Haar, so wie eine Rolle. Und diese Rolle muss ich erstmal entfernen. Okay. Und das, die Farbe von
anderen Drogerien. Ja, wenn die das kaufen, das haftet so am Haar, das klebt praktisch. Und das ist manchmal echt schwer einzudringen. Okay. Ja? Und deswegen ist das bei ihr der Fall. Dann habe ich das also wir haben wirklich fast 8 Stunden, 9 Stunden, hat die Kundin hier gesessen und haben an ihr Haar haben wir es behandelt. Perfekt. Halt mal bitte kurz. Also wirklich von so vielen Jahren schwarz gefärbt habe ich dieses Ergebnis. Ist weder abgebrochen noch etwas. Echt schön geworden. Richtig schön. Mhm. Und das Haar sieht immer noch gesund aus. Okay, also sehen wir uns jetzt beim nächsten Mal, Birana. Inshallah, beim nächsten Mal. Khalid! Wollt ihr mich sehen? Wollt ihr noch mehr Folgen sehen? Dann einfach auf YouTube. Bye, bye!